Osteoporose. Ja, es gibt Selbsthilfegruppen über 500. Ich glaube sogar fast 700 im Saarland. Eine ist die Osteoporose-Selbsthilfegruppe in Völklingen. Da sind sie, drei Frauen, die sich zusammengefunden haben und wahrscheinlich auch viel Spaß haben in der Selbsthilfegruppe. Und wenn Sie so nett sind und mal mir mal erzählen, wie Sie heißen und wie Sie dazu gekommen sind. Ich bin dazu gekommen, weil ich bei einer Veranstaltung war, wo eine Informationsabend war über Osteoporose. Aber habe nicht mit dem Gedanken gespielt, dass ich das überhaupt hätte. Aber, so, Sie haben das auch? Ja, okay. Ja. Aber mittlerweile sind das schon fast 14 Jahre. Und ich bin froh, dass ich es so lange jetzt schon rausgezogen habe und mit eigentlich wenig Problemen das Ganze bekämpfe. Wie ist Ihr Name bitte? Bessot Gertrud. Die Gertrud? Ja. Und du bist die? Irmtrud. Die Irmtrud, ja. Du hast auch Osteoporose? Ja, habe ich auch. Und durch diese Bewegungstherapie fühle ich mich also wohler, als wenn ich nichts machen würde. Wir kommen gleich mal darauf ein, was das eigentlich ist, ja, und was eine Selbsthilfegruppe ist und wie ihr denen helfen könnt. Ja, und hier ist die Gisa. Hallo Gisa. Ja, die Gisa. Geht's dir gut heute? Danke, ja. Tolles Wetter, oder? Ja, ist ja schön. Genau, also ihr seid jetzt hier in der Innenstadt. Ihr klärt so ein bisschen auf bei den Leuten, die zu euch kommen und sagen, hey, ich habe das gelesen. Was ist das eigentlich? Oder die sind schon recht informiert, oder? Ja, wir klären auf und wir laden auch ein und in unsere Übungstage oder Übungsstunden. Die richtige Auskunft oder alles genau über die Osteoporose, das weiß die Gertrud, das ist unsere Spezialistin. Genau, du bist die Spezialistin. Was ist denn Osteoporose? Osteoporose ist eine Knochenerkrankung, was leider heute von vielen unterschätzt wird und noch nicht so richtig erkannt wird. Und es ist schade, dass so viele Leute auch bei uns in die Gruppe kommen, die noch nicht mal wissen, was ist jetzt mit dieser DXA-Messung und, dass ich praktisch als Laie denen zum Teil das erklären muss. Und wie sind da die Symptome bei der Osteoporose? Meistens durch Schmerzen im Kreuz oder man fällt und bricht sich ein Handgelenk oder Arm. Ach so, die gehen schneller kaputt, die Knochen? Ja, ja, das ist ja ein porös werden der Knochen. Also durch Entkalkung der Knochen kommen dann diese Brüche. Und durch diese Brüche schreitet die Osteoporose immer weiter fort. Aber es durch Bewegung kann man das aufhalten. Und wenn die Osteoporose erstmal da ist, muss man es halt mit Medikamenten bekämpfen. Aber mit Bewegung, ich sage immer, Bewegung ist alles. Und vor alle Dinge spielt auch sehr viel die Vitamin-D-Quelle eine große Rolle. Und ihr habt jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ist es gut, mit anderen Menschen darüber zu sprechen? Ja, unsere Gruppe trifft sich jede Woche einmal zum Funktionstraining. Und dann treffen wir uns zwischendrin noch für Aktivitäten, Vorträge etc. Wir machen auch eine Veranstaltung wie Seniorenmesse, Fahrt in eine Reha-Klinik mit Fachvortrag, machen eine Gesundheitswoche und wir bieten eigentlich den Mitgliedern einiges, um die Krankheit aufzuhalten. Und ihr seid immer fröhlich, oder? Meistens. Meistens. Wenn man gerade keine Schmerzen hat, ne? So, das ist schon schmerzhaft? Oh ja. Das merkt man dann schon. Da geht der eine Tag geht besser, der andere geht dann auch mal schlechter. Aber wenn man das Training hat, also danach fühlt man sich schon wohl. Wann ist das bei dir gekommen? Vor 4 Jahren. Mhm. Das kam wie aus heiterem Himmel oder kam es schleichend? Das kam eigentlich schleichend, würde ich sagen. Das hat angefangen mit Schmerzen. Und bis man dann darauf aufmerksam wird, dass das eventuell könnte in die Richtung gehen, das dauert dann eben auch, bis man dann von so einer Selbsthilfegruppe hört und sich dann dorthin begibt. Ne? So, es ist die Selbsthilfegruppe ja hier. Ja, das heißt, es gibt ja unglaublich viele Selbsthilfegruppen. Ihr habt euch gut organisiert. Wie ist denn der Zuspruch? Der Zuspruch ist sehr gut, aber es gibt für Osteoporose nicht sehr viele Selbsthilfegruppen im Saarland. Es gibt nur 2. Genau, ich sagte nur, es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen im Saarland. Es gibt über 700, aber es gibt nur 2 für Osteoporose. Für Osteoporose, ja. Die sind wo auch noch, außer in Völklingen? In Saarbrücken. In Saarbrücken noch, ja. Okay. Ja, also ihr steht hier. Wenn auch ihr, ich sag mal, dort teilhaben möchtet, ja, und eventuell
so das gleiche Leidensbild, sage ich jetzt mal, habe wie ihr. Ist das heilbar eigentlich? Ganz heilbar ist das nicht, nein. Okay, das heißt, man muss damit leben, mehr oder weniger? Richtig. Okay, und das kommt meistens im Alter? Das kann auch jünger passieren. Schon ab 40, 50 haben wir auch schon welche, die dann schon diese Wirbeleinbrüche haben. Daran erst merke, was los ist. Ne? Ja, dann kommt zur Selbsthilfegruppe. Wer ist denn zuständig für die Kontaktaufnahme bei euch? Wer ist denn so der... Du, erzähl mal, wie habe ich die Möglichkeit, euch kennenzulernen? Ja, durch Werbung mit unseren Flyer. Und wir legen die Flyer bei Ärzten aus oder in Apotheken. Überall, wo wir glauben, dass wir Zuspruch haben. Genau, da steht eine Rufnummer drauf, den Flyer. Ja. Genau, die blenden wir jetzt mal ein. Wir nehmen jetzt gleich mal einen Flyer mit. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung für euch. Und wenn Sie auch so das gleiche Leiden haben und mit einer Gruppe zusammenarbeiten möchten, dann kommen Sie zu Gisa, zur Vorname? Gertrud. Zu Gertrud. Und Irmtrud. Und zu Irmtrud, ja. Und unter anderem ist ja nur jetzt ein kleiner Auszug, nehme ich mal an, ja, von allen, die mitmachen. Ja. Ja, vielen Dank für das nette Interview und noch viel Spaß heute am Samstag. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke.